Da sind wir mit dem Freundschaftszug nach Moskau gefahren, die DDR-Künstlerriege. Freundschaftszug bedeutete, dass ein riesenlanger Zug sich von Berlin Ostbahnhof nach Moskau bewegt. Das ist echt eine Entfernung, ja. Und es war also eine grauselige Fahrt, weil ich dachte, Freundschaftszug hört sich irgendwie so nett an. Also die Toiletten waren schon ab Potsdam nicht mehr zu benutzen und wir hatten nur noch eine Flasche Wodka und schöne Lieder irgendwie und sind dann da durch Polen durch und irgendwann kamen wir an die Grenze nach Brest. Da werden die Achsen gewechselt, also da die Russen hatten da eine andere Spurbreite, haben die immer noch und da werden also diese Untergestelle von diesen Autos, von diesen Waggons gewechselt. Und es war irgendwie früh um 4:30, wir waren hundemüde. Keiner hatte Lust, sich irgendetwas zu ertragen. Also sagten die, husch husch, wir haben einen Empfang von einer russischen, sowjetischen Delegation. Also alle mal raus aus dem Zug hier. So, jetzt sind wir also alle aus diesem Zug ausgestiegen. Früh morgens, wie gesagt, mitten in der Nacht eigentlich irgendwie. Es wurde gerade so hell. Und ich steige diesen Zug runter und neben mir steht jemand, den ich aber nur in meinem Augenwinkel so sehe, der hat so lauter Stangen im Arm. Also so ich wusste ja nicht, also wie so ein Riesenmikado irgendwie, hatte der so in seinem Arm und bot mir so eine Stange an. So, und ich habe also, wie man so als Baby so Greifreflex, habe erstmal diese Stange in der Hand und gucke, nachdem ich also dieses Ding in meiner Hand halte, so langsam nach oben und sehe, dass da so ein Riesenplakat dran steht, wo irgendwas russisch drauf steht, also in kyrillischen Buchstaben, Dorogie, Drusia, da irgendwie, wir freuen uns und die Partei hat immer recht und ich weiß nicht, was da, ich habe es gar nicht zu Ende gelesen und habe dann dieses Ding, weil ich es nicht haben wollte, ich bin nicht so der Plakattyp irgendwie, habe es meinem Nachbarn einfach so in die Hand gedrückt und der hat genau mit demselben Greifreflex irgendwie zugebatscht und ich war dieses Ding los. Danach wurden wir hingeführt und haben eine Rede von einem Arbeiterveteran angehört auf Russisch. Danach eine Rede von einer Arbeiterveteranin auf Russisch. Danach von einer jungen Arbeiterin und von einem jungen Arbeiter. Danach noch ein Politfunktionär auf Russisch, eine politische Rede. Und dann hat noch einer irgendwie ein paar warme Worte zum Schluss gesprochen.